Magnifizenz, meine Damen und Herren, wenn man an den Ort seiner Herkunft zurückkehrt, gar noch um geehrt zu werden, dann noch mit einer so bedeutsamen Auszeichnung wie der Mercator-Professur, dann macht einen das befangen, weil es eben die Gefühle des Beginnens in Erinnerung ruft. Und wer beginnt, der ist halt noch unsicher. Der geht nicht davon aus, dass es gut geht, wenn man auf große Reisen geht, sondern er sieht auch die Risiken des Scheiterns. Und ein solches Ende habe ich jedenfalls nicht vorausgesehen, als ich hier in Duisburg Soziologie studiert habe oder als Richter am Sozialgericht meine juristische Berufstätigkeit aufgenommen habe. Ich freue mich, hier zu sein, und ich werde diese Ehrung in hohem Andenken halten. Da können Sie versichert sein. Meine Damen und Herren, ich soll über Wirtschaft und Staat reden. Es gab noch einen Untertitel: Wer regiert? Wer regiert eigentlich? Die Wirtschaft oder der Staat? Und wir haben heute in Karlsruhe die Beteiligung des Bundestages an den Maßnahmen zum Euro-Rettungsschirm diskutiert, Vertretern der Bundesregierung, des Bundestages. Und dabei wurde ganz deutlich, dass es eine offene, eine drängende Frage ist, ob eigentlich die Politik von den Märkten beherrscht wird oder ob sie den Märkten Regeln vorgibt. Also das Thema könnte aktueller, glaube ich, nicht sein. Die Wirtschaft, so sagt man, ist unser Schicksal. Aber haben wir es noch in der Hand? Krisensymptome häufen sich in ungewohnter Weise. Vielen scheint der Befund klar. Der Casino-Kapitalismus ruiniert Funktion und Vertrauen der Finanzmärkte. Die globalisierte Wirtschaft entzieht sich jeder politischen Steuerung. Anpassung an die Weltwirtschaft gibt es offenbar nur bei sinkenden Einkommen für breite Bevölkerungsschichten. In Spanien grassiert Arbeitslosigkeit. Im gut beschäftigten Deutschland haben viele den Eindruck, die wirtschaftlichen Erfolge des Landes kämen bei ihnen nicht richtig an und fürchten sich davor, Lasten anderer Länder übernehmen zu müssen. Auch in erfolgreich angepassten westlichen Ländern verzeichnen wir eine wachsende Dreiteilung der Gesellschaft. Oben rangiert eine mobile, international orientierte Oberschicht. Sie macht schnelle Vermögen, verdient glänzend, während ganz unten eine auf Transferleistung angewiesene Unterschicht stillgestellt und verwaltet ihr Leben im Abseits verbringt. Dazwischen steht die große, aber in der Tendenz schrumpfende und allmählich alternde Mitte. Sie zahlt fast alle Rechnungen, aber Zweifel an ihrer unbegrenzten Leistungskraft wachsen. Die globalisierte Wirtschaft selbst scheint gesichtsloser, ja geradezu phantomartiger geworden. Zumindest wenn man sie mit jenem rheinischen Kapitalismus vergleicht, der mit Sozialpartnerschaft, eine faire Wettbewerbsordnung und wohl definiertem Standortinteresse einst die junge Bundesrepublik prägte und das Modell der sozialen Marktwirtschaft verkörperte. Heute dominieren international vernetzte Kapitalgesellschaften, ganz auf Rendite getrimmt. Es dominieren die kurzatmigen Kulturen der rasch wechselnden Vorstände, in der oberen Etage bestens abgefunden. Sie treten an die Stelle der Familienunternehmen, geben dem Mittelstand den Takt vor. Investmentbanking verdrängt das Privatkundengeschäft, Optionsgeschäfte und Derivatenhandel, den klassischen Güterkaufvertrag oder auch die herkömmliche Kreditvergabe. Der Markt ist stärker denn je in Teilmärkte diversifiziert. Aktienhandel, Immobilienmärkte und Rohstoffbörsen, Warentermingeschäfte, Anleihen und Versicherungsmärkte, sie alle bleiben aufeinander bezogen, selbstverständlich, und doch gehorchen sie jeweils einer eigenen immanenten Logik.
Auch das oft nur virtuell anmutende Marktgeschehen der Optionen und des Handels mit Kreditversicherungen hat reale Wirkungen. Alle möglichen und im globalen Kommunikationssystem aufgegriffenen Ereignisse bewirken im vernetzten System manchmal keine, manchmal vorhersehbare oder eben auch höchst überraschende Effekte. Wirkungen, die man so gar nicht erwartet hätte. Zum Beispiel, dass die transatlantisch lange gepflegte Zentralbankpolitik des billigen Geldes nicht etwa zu Inflation, sondern nach der Lehman-Pleite im Zusammenbruch des Interbankenhandels und wegen der Vertrauensverluste zu einem Geldmangel führte, zu einem Schrumpfen der Buchgeldmenge bezogen auf die Bargeldmenge. Politik im vernetzten Mehrebenensystem ist ohnehin nicht einfach. Aber im Blick auf sogenannte volatile Märkte bekommt sie Züge, die eher dem Glücksspiel oder einem Fatalismus der schicksalhaften Fügung entsprechen, als der Vorstellung einer planvollen Gestaltung der Wirklichkeit aus der Kraft demokratischer Mehrheitsentscheidungen heraus. Das Weltwirtschaftssystem ist gemessen an dem Herrschafts- und Gestaltungsanspruch der Staaten beinahe hoffnungslos komplex. Selbst was Schadensbegrenzung angeht, stößt auch das international abgestimmte überstaatliche Regieren, wie die Staatsschuldenkrise zeigt, auf hartnäckige Interdependenzen, sodass eine Intervention zu schwer kalkulierbaren Folgewirkungen führen kann. Regieren wird zu einem gefährlichen Geschäft im Blick auf die Stabilität von Märkten. Keiner kann sich dabei zurückziehen und begrenzen auf sein Territorium, seinen Personalverband, seine eigenen Angelegenheiten, wie das eigentlich der neuzeitlichen, der bürgerlichen Idee entspricht. Und so überschreiten alle ihre Grenzen. Seit 2008 befindet sich die Welt in einer spektakulären Finanzkrise, deren Auswirkungen bei den meisten Menschen in unserem Land nicht so recht spürbar sein mögen, die aber nicht nur in Griechenland, sondern auch im Banksystem, bei Versicherungen, im Handel für Staatsanleihen oder in parlamentarischen Haushaltsausschüssen zu einem überragenden und sehr realen Thema geworden ist. Infolge der Globalisierung und dann überdeutlich in dieser Krise des weltweiten Finanzmarktes wirken Regierungen und ganze Völker, Parlamente, Verwaltungen, Zentralbanken und Gerichte immer mehr wie Getriebene eines Geschehens, dass sie zwar beeinflussen, in Folgewirkungen abmildern oder eben auch verschlimmern können, dass sie aber scheinbar nicht lenken, nicht steuern und nicht gestalten können. Selbst im mächtigen Oval Office starrt man genau wie im Elysee oder in der Berliner Waschmaschine auf das Geschehen der Märkte. Wie tendiert der Markt für italienische Staatsanleihen? Was ist mit dem Dow Jones? Selbst Richter können auf Märkte schielen. Das Bundesverfassungsgericht hat darüber nachgedacht, ob man ein bestimmtes Verfahren mündlich verhandelt, was die Märkte dazu sagen, ob wir die internationalen Märkte damit beunruhigen. Nach der Entscheidung des Gerichts zum europäischen Rettungsschirm vom 7. September 2011 stieg der DAX und auch die Richter konnten aufatmen. Diktiert nicht längst das undurchschaubare Marktgeschehen, das Handeln der großen Demokratien? Und ist es nicht ein Geschehen voll von Gier, Spekulation, voll von Herdentrieb, Wunderglauben und Manipulation mit seinen geheimnisvollen, selbst für Experten letztlich undurchschaubaren Mechanismen, Automatismen und verdeckten Strategien? Und wer ist eigentlich verantwortlich für die große Krise? Wer regiert hier eigentlich? Bedarf es der besseren Regulierung,
vielleicht nur einer neuen Feinjustierung? Oder brauchen wir die große Umkehr, zurück zu einer Solidität, die Vertrauen schafft? Liegen die deutsche Kanzlerin und die neuen südeuropäischen Expertenregierungen richtig, die selbst unter Inkaufnahme einer Aufschwungsabschwächung mit ihrer pragmatischen Politik auf die Wiedergewinnung einer soliden Haushaltswirtschaft zielen und dies für die Schlüsselfrage des Kontinents halten? Oder bedarf es vielleicht des großen Sprungs nach vorn? Müssen wir endlich der entgrenzten Wirtschaft den entgrenzten Staat folgen lassen? Sollten wir mit Jürgen Habermas voran zum mächtigen Europastaat gehen und diesen dann möglichst durch neue Mitglieder ausweitend über die Hängebrücke universaler Menschenrechte und die Schluchten nationaler wie kultureller Egoismen überquerend weiter voran zum Weltstaat gehen, um dann dort angekommen in ewigem Frieden die Schlupflöcher des grenzenlosen Kapitalismus zu verstopfen, gerechte Verhältnisse nach demokratischem Ratschluss zu schaffen, also doch noch das Versprechen der Aufklärung wieder einlösbar zu machen, die Gesellschaft politisch zu gestalten, und zwar unter Einschluss der Wirtschaft. Eine Chance auf Begreifen und Gewichten hat nur, wer den Blick evolutionsgeschichtlich, und hier spricht der, der soziologisch ausgebildet wurde in Duisburg, weitet und nicht nur auf das Jahr 1929, den Beginn der großen Wirtschaftsdepression, richtet. Ich glaube, dass unser starrer Blick auf das Desaster der großen Depression seit dem Oktober 1929 die Staaten des Westens zu sehr in ein bestimmtes Verhaltensmuster gedrängt hat. Danach muss der Staat alles tun, damit große wirtschaftliche Funktionszusammenhänge bewahrt bleiben und mit staatlicher Haushaltswirtschaft die Konjunktur, wenn notwendig, angekurbelt wird. Die Berechtigung eines solchen Verhaltens, die Ratio, will ich keineswegs in Abrede stellen, aber doch darauf hinweisen, dass eine politische Globalsteuerung der Wirtschaft, wie sie einst Wirtschaftsminister Karl Schiller Ende der 60er Jahre vertreten hat, übrigens mit seinem Kollegen Finanzminister Franz Josef Strauß, fast ebenso problematisch ist wie das französische Modell der Planification oder die monetäre Steuerung der Wirtschaft in den USA. Es macht den Staat in allen Fällen in besonderer Weise verantwortlich für die positive Entwicklung der Wirtschaft und treibt ihn damit unter Fortwirkung der genuin politisch bleibenden Entscheidungsbedingungen einer Demokratie, die auf Zustimmung, auf Mehrheitsbildung angewiesen bleibt, in wirtschaftliche Systemzwänge hinein, die ihn, den Staat, dann mehr und mehr gefangen nehmen. Und ich glaube, das könnte eine Diagnose der gegenwärtigen Situation sein. Das Verhältnis von Wirtschaft und Staat ist das große, immer wieder neu formulierte Thema der Neuzeit. Die Neuzeit, 500 Jahre alt, zeichnet sich als Epoche gerade auch dadurch aus, dass sie die im Mittelalter noch stärker miteinander verflochtenen sozialen Handlungssysteme wie Religion, die Wirtschaftsbedingungen von Stadt und Land und politische Herrschaft verselbstständigt, also, wie die Soziologen es nennen, funktional ausdifferenziert. Denkt man an die Bildung der westeuropäischen Nationalstaaten, an Frankreich und England seit dem 16. Jahrhundert, dann wird klar, dass sich das politische Herrschaftssystem von den alten Oberhoheiten, Kaiser und Papst, ebenso löst, wie es sich von den moralischen Bindungen der Religion und von den Fesseln der ländlich geprägten Standesgesellschaft befreit. Vor allem unter der Chiffre des zuerst rationalen, dann des aufgeklärten Staates. Der Staat ist nicht einfach nur eine Erfindung von Juristen, wie Niklas Luhmann gesagt hat, sondern
er ist eine rationale Chiffre für politische Herrschaft, begrenzt auf ein Territorium, verantwortlich für die Menschen auf diesem Territorium, später dann mit der Aufklärung getragen von den Menschen dieses Territoriums. Man schaut auf das Schloss von Versailles und bekommt eine Ahnung davon, was diese Prätension des politischen Systems, Mittelpunkt der Gesellschaft zu sein, und die Verstaatlichung der damaligen Fürstenherrschaft bedeutete. Damit reagiert die politische Herrschaft der damaligen absolutistischen Zeit natürlich auf die neuen Ressourcen und die entfesselte Dynamik, die von Kaufleuten, Handwerk und ländlichen Produzenten einer bereits deutlich entwickelten Geldwirtschaft ausgeht. Die Wirtschaft ermöglicht die Ausdifferenzierung des Staates, könnte man sagen, so wie der Staat aber umgekehrt die Ausdifferenzierung der Wirtschaft beschleunigt. Diese Ausdifferenzierung des Staates macht sich auch zunutze, was der Renaissance-Humanismus, der neue Rationalismus und die Reformation geistig in Bewegung setzen. Solchen Druck darf man nicht monokausal verstehen, sonst gelangt man zu Annahmen, wie Marx es im 19. Jahrhundert tat, dass der Kapitalismus eine Form der Klassenherrschaft ist, die sich den Staat nur zur Beute mache und vor sich hertreibe, dabei selbst getrieben vom Akkumulationsinteresse und dem Takt seiner Überproduktionskrisen. Das kommt manchen heute wieder in den Sinn. Jede Beschreibung der Eigengesetzlichkeit eines Wirtschaftens, das entfaltetes Geldsystem mit industriell organisierter Massenfertigung und globalem Handel verbindet, trifft einen Punkt. Aber man muss ihn in einen nüchtern neutralen, angemessen abstrakten und nicht geschichtsteleologischen, auf einen bestimmten Endzustand hin sich bewegenden Entwicklungszusammenhang stellen. Sonst macht man sich mit den Scheuklappen einer mechanistischen Geschichtsteleologie blind für das Faktum der Interdependenz, der wechselseitigen Wirkungszusammenhänge ausdifferenzierter Funktionssysteme der Gesellschaft, die nicht in monokausalen Wirkungsketten beschrieben werden können, sondern nur in Bildern der miteinander aufsteigenden Koevolution unter wechselseitigen Bedingtheiten. Was um Gottes Willen, fragt sich vermutlich ein Nicht-Soziologe, ist denn mit solchen Begriffsungetümen gemeint? Die Argumentation richtet sich gegen eine zu einfache, unterkomplexe, wie wir manchmal ironisch sagen, Kapitalismuskritik, die selbst in eine Falle gerät. Sie starrt auf das Kaninchen wie die Schlange, sieht nur die Alternative, entweder die Schlange tot zu sehen oder sich von ihr fressen zu lassen. In beiden Fällen stirbt aber die Möglichkeit individueller Freiheit, weil einerseits an der Ausdifferenzierung einer Marktwirtschaft, die gekoppelt ist an persönliche Freiheit und Rechtssubjektivität, kein Weg vorbeiführt, aber andererseits auch kein Funktionssystem der modernen Gesellschaft absolut herrschen darf, weil dann die koevolutionäre Balance der modernen Gesellschaft zerstört würde. Mit demselben negativen Ergebnis für die Möglichkeit individuellen Freiseins. Hinter solch systemtheoretisch angeleiteten Beschreibungen verbergen sich also schlechte Haltungsnoten sowohl für das Modell des Staatssozialismus wie auch für den Wunderglauben eines neoliberal genannten Marktradikalismus. Die Neuzeit zeichnet sich als Epoche eben nicht nur dadurch aus, dass sie die Wirtschaft als sogenannten Kapitalismus freilässt. Sie befreit auch andere Funktionssysteme und der Zusammenhang untereinander darf nicht ausgeblendet werden.
Wissenschaft und planmäßige Technikentwicklung werden zu Beginn der Neuzeit ebenfalls aus gesellschaftlichen Bindungen gelöst, auf eine eigene Spur gesetzt. 1655 ist Duisburg gegründet worden, sodass sich der Forscher nur noch auf Wahrheitssuche begibt, während die Wirtschaft nur auf Rendite programmiert ist, das politische System auf selbstgenügsame Machtsteigerung, auch wenn viel von Nutzen für die Menschheit, Konsumentenzufriedenheit und Gemeinwohl in all diesen Systemen die Rede ist. Aber auch die politische Herrschaft ist nicht das Ganze der Gesellschaft. Ich glaube, das ist am allerwichtigsten zu erkennen. Sozusagen das Obersystem mit suprematischen Herrschaftsansprüchen. Es ist auch nur als ein Funktionssystem unter mehreren befreit. Auch politische Herrschaft war in der Vormoderne eingebunden. Sie war nicht frei. Der Kaiser des Mittelalters war nicht mächtiger als eine Bundeskanzlerin heute. Das wäre ein Irrtum zu glauben. Mit der Folge, dass auch andere Gesellschaftssysteme freigelassen wurden zu dieser Zeit, etwa die Religion, die vorher versucht hatte, die Gesellschaft zu integrieren. Als die Religion befreit wurde, wuchs der Glaubenseifer. Zu Beginn der Neuzeit übrigens viel stärker und auch destruktiver als zuvor. Hexen- und Heretikerverfolgungen gewinnen ebenso an Fahrt wie binneneuropäische Religionskriege, eine Folge der Befreiung der Religion. Unsere Aufmerksamkeit für das Thema Wirtschaft und Staat bedarf aber nicht die Religion, sondern die Politik. Der Soziologe Niklas Luhmann hat immer wieder darauf hingewiesen, dass schon der Begriff Staat mehr etwas für Juristen als für Soziologen ist, weil damit ein umfassender gesellschaftlicher Repräsentationsanspruch verbunden sei, der als Marketingstrategie politischer Herrschaft beobachtet werden kann, den man aber als kühler, das heißt vorwissenschaftlich nicht festgelegter Beobachter nicht für bare Münze nehmen darf. Politik steuert nicht etwa das Ganze. Sie ist auch keine Agentur einer herrschenden Kapitalistenklique, sondern sie verselbstständigt sich seit Machiavelli eben auch und findet dafür die Form des modernen Territorialstaates. Das Modell einer im Mittelalter noch viel stärker integrierten Gesellschaft wird also abgelöst durch eine neue Gesellschaft, die ihre neue Rationalität über die Befreiung von Teilrationalitäten mit enormen Leistungssteigerungen gewinnt. Lassen wir die medizinische Forschung frei, dann kommt sie zu Ergebnissen, die mittelalterliche Quacksalberei nie im Leben hätte erzeugen können. Hier in den Räumen einer Universität kann man dieses Prinzip mit Händen greifen. Die absolutistischen Landesherren mussten zur Stärkung ihrer Herrschaft nicht nur dem Handel und dem Gewerbe Freiheiten geben, sondern auch der Kunst und den Universitäten. Das taten sie nicht immer gern, aber wer als politischer Herr der Universität keine Freiheit gab, das gilt übrigens nicht nur zu Zeiten der Gründung der Universität Duisburg, sondern auch heute, muss mit Leistungsstörungen rechnen. Wer die Wirtschaft politisch zu sehr gängelt, darf sich auf Versorgungskrisen, auf Leistungsverluste gefasst machen. Wer die Kunst inhaltlich zu sehr bedrängt, heute ist das nicht so sehr das Thema, gewinnt nicht mehr den großen Künstler und kann sich dann als absolutistischer Landesherr etwa nicht mit seinem Werk schmücken. Also wird anderen Freiheit gewährt, damit man sich selbst Freiheiten, etwa der Macht, herausnehmen kann. Kein Nullsummenspiel also, sondern ein Geschäft wechselseitigen Nutzens. Doch wie bei jedem Geschäft gilt es, einen Preis zu entrichten. Lässt man die großen Funktionssysteme wie die Wirtschaft frei,
so steigern sie unaufhörlich ihre Binnenkomplexität. Die anderen Systeme profitieren davon, auch indem sie ständig unter Druck gesetzt werden. Die Wirtschaft floriert, wenn sie auf einem berechenbaren Zivilrecht in einer staatlichen Friedensordnung gedeihen kann. Stärkt sich der Rechtsstaat, etwa mit einer rationalen professionellen Verwaltung, so wächst dann auch die Wirtschaft, wenn die Verwaltung schlank bleibt jedenfalls. Verbessert sich die Bildung, sind die Arbeitskräfte qualifizierter. Gedeiht die Forschung, können industrielle Produkte entwickelt und auf den Markt gebracht werden. Wächst die Wirtschaft, kann mehr Geld in Bildung und Forschung fließen. Kann der Staat im internationalen Konzert klangvoller aufspielen und gewiss auch Waffen kaufen und seine Macht steigern. Das ist gemeint mit jener Vorstellung von Koevolution getrennter Funktionssphären. Vielleicht habe ich das soziologische Kauderwelsch jetzt etwas klarer gemacht. Aber halt, wird mancher sagen. Das ist doch ein Gesellschaftsmodell der Soziologie, dem man methodischen Antihumanismus vorgeworfen hat, weil vor lauter Funktionssystemen weit und breit kein Mensch mehr zu sehen ist. Und das präsentiert Ihnen ein Verfassungsrichter, der eine Rechtsordnung vertritt, die angeblich den Menschen, und zwar als Einzelwesen, in den Mittelpunkt stellt. Ja, tatsächlich. Ich glaube, hier existiert kein Widerspruch. Die Verselbstständigung der großen Funktionssysteme, die der moderne Mensch nicht erst in unseren Tagen immer auch als anonyme Bedrohung empfindet, das hat man am Ausgang des Mittelalters gegenüber der Geldwirtschaft bereits genauso empfunden, mit ihrer undurchschaubaren Komplexität, ihrer eigenwilligen Dynamik, ihren überraschenden Folgewirkungen und Emergenzen, neuen Zustandsebenen, all das ist eine zwingende Voraussetzung für die Entstehung des modernen Individualismus. Vor allem, wenn die freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht auf eine Oberschicht beschränkt sein soll, sondern zu einem allgemeinen Zustand der Massen und mit gleichem Zugang für alle sein soll. Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, bringt hier diesen Zusammenhang zum Ausdruck. Die Freiheit ist allen zu gleichen Teilen bemessen. Das passt genau zu der Vorstellung von zivilrechtlicher Privatautonomie, wonach zwei Rechtssubjekte durch übereinstimmende Willenserklärung eine Rechtsfolge hervorbringen, also einen Vertrag schließen. Egal wie ungleich die Vertragssubjekte tatsächlich sind, das formale bürgerliche Recht geht immer von der Gleichheit der Vertragsschließenden aus, auch wenn der Gesetzgeber etwa bei der Inhaltskontrolle von allgemeinen Geschäftsbedingungen oder im sozialen Mietrecht, beim Kündigungsschutz, beim Mindestlohn, beim Verbraucherschutz zum Ausgleich tatsächlicher Ungleichgewichtslagen korrigierend eingreift. Damit das formal seit dem römischen Recht geltende Modell auch in der Wirklichkeit funktioniert und von den Menschen weiter akzeptiert wird. Auf der Grundlage privatautonomer Vorstellungen wird der Mensch als Person, eine begriffliche Konstruktion vor allen Dingen der Juristen, als Rechtsperson nämlich gedacht, der sich aus seinem freien Willen heraus förmlich bindet und sich dabei der Logik der Funktionssysteme nicht nur unterwirft, sondern sich ihrer Leistungen in jedem Augenblick bedient. Wer einmal sich eine bäuerliche Naturalwirtschaft vorstellt, ohne allgemeinen Geldverkehr, ohne die Vorstellung allgemeiner Rechtssubjektivität, ohne Arbeitsverträge, ohne Schulbildung, ohne Rechtsstaat, der wird ganz schnell bei frühmittelalterlichen Gesellschaftsmodellen auskommen, die eine strikte Einbindung in das Kollektiv der Großfamilie und feudale Gewaltverhältnisse bedeuten. Das Wort Individualismus könnte unter solchen Bedingungen noch nicht einmal gedacht werden. Das Förmlichwerden von Rechts- und Sozialbeziehungen,
Die Ausdifferenzierung sozialer Funktionssysteme wie die auf Privatautonomie und Privateigentum gegründete Marktwirtschaft mögen bei bestimmten Fehlentwicklungen die Freiheit bedrohen, ja gewiss. Aber zuerst einmal sind sie eine substanzielle Bedingung für persönliche Freiheit. Davon mehr im zweiten Teil meiner Vorlesung in Essen. Heute ist es nur ein vergewissernder Seitenblick für das Verhältnis von Staat und Wirtschaft. Geschichtlich gesehen nutzt der moderne Staat vor allem in Frankreich das Aufblühen, zunächst in Frankreich das Aufblühen des Handels und des Gewerbes sowie die rationalistische Durchdringung der Lebensverhältnisse im Konzept des Merkantilismus für die Entfaltung von Macht, aber immer unter dem Anspruch seiner Kontrolle. Bezeichnenderweise endet das absolutistische Königtum unter Ludwig XVI. In der Folge einer Finanzkrise. Vielleicht, weil der absolutistische Staat seine Mittel und seinen Kredit erheblich überzogen hatte. Womöglich auch, weil die merkantilistische Kontrolle dem Wirtschaftsbürgertum zu eng geworden war und die fortbestehende ständig klerikale Gesellschaftsverfassung dem Geist der Aufklärung und des sich entwickelnden Nationalbewusstseins nicht mehr entsprach. Bleiben wir noch einen Augenblick im späten 18. Jahrhundert. Ich glaube, man muss in die Vergangenheit schauen, um die Zukunft verstehen zu können. Im späten 18. Jahrhundert, als die Aufklärung politisch wirksam wurde und die naturrechtliche Emphase der Menschenrechte in Amerika und Frankreich die Verhältnisse umwälzte. Hinter den politischen Auseinandersetzungen des folgenden Jahrhunderts, des 19., zwischen Liberalen, Demokraten, Konservativen und Sozialisten, stand ganz wesentlich und ganz prägend die soziale, die wirtschaftliche Frage. Die Industrialisierung setzte eine Dynamik frei, die mit Wanderungsbewegungen, wachsendem und sich verbreitendem Reichtum und auch mit wachsendem Elend verbunden, wo die traditionellen schützenden Ordnungen zerstört wurden. Aus ländlich-sozial eingefügten frommen Menschen wurden die großen, lohnabhängigen, hart arbeitenden, manchmal unruhigen Massen der großen Städte. Eine Umwälzung, die diese Region, das Ruhrgebiet, wie kaum eine andere in Europa geprägt hat. Betrachtet man mit dem soeben vorgestellten sozialtheoretischen Sensorium die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts, so sieht man, mit den Ruhrbaronen, den rauchenden Schloten, den Arbeitermassen, wächst die politische Macht des jungen deutschen Kaiserreichs in das scheinbar Unermessliche. Aus dem international eher vorsichtig als kleinere der Großmächte agierenden Preußen wird das wilhelminisch auftrumpfende kaiserliche Deutschland, das vor genau 100 Jahren die zweitstärkste Wirtschaftsmacht der Welt geworden war. Und das Ganze in einem Tempo, dass das politische Führungssystem buchstäblich nicht mehr richtig mitkam. Wer regierte eigentlich damals? In der Physik standen Albert Einstein und Max Planck, in der Soziologie Max Weber für Weltgeltung. Die Wirtschaft wurde von großen Personen wie Friedrich Alfred Krupp oder Robert Bosch gestaltet. Doch in der Politik herrschte schlimmstes Mittelmaß eines Bethmann-Hollweg. Im Militär fast noch schlimmer. Sonst hätte sich das Land nicht an bizarre Gestalten wie Hindenburg oder Ludendorff ausgeliefert. Das politische System in Deutschland vor 100 Jahren wurde von der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung überrollt. Auch die großen Demokratien in England und Frankreich, die besser gerüstet waren, waren doch mehr Getriebene der Entwicklung als große machtpolitische Regisseure. Entsprechend verloren sie auch als Sieger jenes Krieges von 1914 ihre weltpolitische Bedeutung. Vor 1914 war die Welt längst eine globalisierte Wirtschaft.
aber noch in überwiegend europäischer Hand, kolonial segmentiert. Jeder sein eigenes Kolonialreich. Was aber angesichts der wachsenden Riesen USA und Russland, was von den Europäern sehr genau und ängstlich wahrgenommen wurde, und der sich verstärkenden Nationalbewegungen in China, Boxeraufstand um 1900, Indien, Arabien, schon von den Zeitgenossen als Anachronismus registriert wurde. Die Staaten Europas, damals noch 25% der Weltbevölkerung ausmachend, hatten sich gleichwohl übernommen, weil sie ihren Volkswirtschaften mit militärischen und machtpolitischen Mitteln Vorteile zukommen lassen wollten, Rohstoffquellen und Absatzmärkte erschließen wollten. Aus heutiger Sicht waren der Kolonialismus und der Imperialismus eine absurde und eine brandgefährliche Verirrung. Es handelte sich aber auch um den Versuch, die Dynamik der wachsenden Weltwirtschaft politisch auf die eigenen Mühlräder zu lenken und politisch im Griff zu behalten. Das hat sich als Hybris und als destruktiv für das bis dahin gültige politische System erwiesen. Die totalitären Abstürze für Humanismus und Aufklärung durch die menschenverachtenden Diktaturen des 20. Jahrhunderts in weiten Teilen der Welt waren ein Ergebnis dieses gigantischen europäischen Fehlkalküls. Und vielleicht wird jetzt klarer, warum ich so viel über Geschichte rede und damit nach einem Maßstab für unsere Zeit suche. Unsere gegenwärtige Vorstellung von Wirtschaft und Staat ist immer noch geprägt von der seit 1945 eingeleiteten und 1990 im Wesentlichen vollendeten posttotalitären und postkolonialen Periode. An die Stelle von Kolonialismus, Machtstaatlichkeit und Totalitarismus trat die Politik offener Märkte in Systemen gegenseitiger kollektiver Sicherheit wie die Vereinten Nationen oder die NATO. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben dabei den Ton angegeben und wurden ergänzt von im Europa stärker akzentuierten Modell des Wohlfahrts- oder Sozialstaates. In Deutschland, auch soziale Marktwirtschaft genannt, auch Artikel 3 Absatz 3 des Europäischen Unionsvertrages, hat diesen Begriff inzwischen aufgenommen. Die soziale Marktwirtschaft ruht zunächst auf der Grundlage eines sich sektoral begrenzt verstehenden Staates. Eines Staates, der nicht selbst wirtschaftet. Mit sozialer Marktwirtschaft ist erstens gemeint, dass der freiheitliche Staat sich aus der Wirtschaft selbst zurückzieht, Preisdiktate unterlässt, keine Kontingentierung von Waren vornimmt und auch keine Produktionsvorgaben macht, keine Handelsrestriktionen wie Schutzzölle, Ausfuhrverbote oder Devisenbewirtschaftung betreibt, kurz, dass der Staat keine Planwirtschaft etabliert. Zweitens gehört zur Marktwirtschaft eine faire Wettbewerbsordnung und eine funktionsfähige Wettbewerbsordnung, die der Staat, gerade weil und soweit er kein Wirtschaftsakteur ist, wie ein neutraler Schiedsrichter erlassen kann. Das Kartellverbot, das Vorgehen gegen unerlaubte Preisabsprachen gehört ebenso dazu wie der Kampf gegen Monopole, die Idee der Deregulierung, freier und fairer Zugang zu Versorgungsnetzen, Währungs- und Preisstabilität. Drittens gehört zur sozialen Marktwirtschaft der Schutz der schwächeren Marktakteure, also Arbeits-, Kündigungsschutz und Arbeitskampfrecht, soziale Sicherungssysteme, Gleichstellungspolitik und Verbraucherschutz. Viertens zeichnet sich die soziale Marktwirtschaft durch korporatistische Subsidiarität aus, also einem Vorrang der verbandsorganisierten Selbstregulation, etwa im Modell der Sozialpartnerschaft, bei der Mitbestimmung, insbesondere aber im kollektiven Arbeitsrecht, dem Tarifrecht
aus. Fünftens schließlich, fördert der Staat mit Infrastruktur, Mittelstands-, Forschungs- und Industriepolitik günstige Standortbedingungen. Die amerikanische Offenmarktpolitik und das europäische Sozialmodell haben dabei ineinander gegriffen, zum Teil in Wettbewerb gestanden und haben aber insgesamt zum Triumph des Westens im Kalten Krieg entscheidend beigetragen. Die Grundidee geht dahin, private Marktwirtschaft mithilfe von demokratisch gesetzten Rechtsregeln und behördlicher Aufsicht als zivilisierten Ordnungsraum funktionell zu ermöglichen, zu fördern, ja, und sie auch sozial einzuhegen. Diese Freiheit mit Augenmaß, die immer auch wie jede Freiheit den verantwortungsvollen Umgang der zur Freiheit Befähigten voraussetzt, hat über Jahrzehnte gut, sogar beeindruckend gut funktioniert, weswegen wir heute alle noch im Banne dieses Modells stehen, einem Paradigma gleich. So soll es wieder werden, wie es in den 60er Jahren in Deutschland war. Aber die Entwicklung drängt weiter. Das große Thema ist die Internationalisierung der Wirtschaft und die zunehmende Verdrängung des europäischen Sozialmodells durch das Dominantwerden amerikanischer Wirtschaftskultur und die Entstehung neuer Mächte, vor allem in Asien, über Japan hinaus. Zwar mag es richtig sein, dass erst 1990, wie uns Wirtschaftshistoriker sagen, wieder das Niveau globaler Wirtschaftsinterdependenz wie 1913 erreicht worden ist. Globalisierung also keineswegs so neu ist, wie manche Zeitungskolumne uns glauben machen wollte. Aber es hat sich doch vor allem in der Qualität der Beziehungen etwas verändert. Unternehmen, die andere Länder nicht nur als Absatzmärkte begreifen, wie das 1913 der Fall war, sondern sie in arbeitsteilige Produktion und Dienstleistung in bisher ungewohntem Maße einspannen, verändern nicht nur Wahrnehmungen, sondern auch die Möglichkeit, das Wirtschaftsgeschehen mit konzeptionell abgestimmten Rechtsordnungen nach liberalem oder sozialstaatlichem Konzept einzufangen. Schon für den territorial begrenzten Staat war die Dynamik der Wirtschaft und ihre Außenbeziehungen prinzipiell eine Herausforderung. Mit dem Globalwerden und der Ausdifferenzierung von international vernetzten Teilmärkten gerät staatliche Politik strukturell in die Defensive. Es ist dies die eine Dimension der Eingangsfrage: Wer regiert eigentlich? Ist es eine seelenlose, renditegetriebene Wirtschaft, angeführt von milliardenschweren Investoren und der neuen Elite der international vernetzten Oberschicht, die beginnt, in ihren Einstellungen so transnational zu werden wie einstmals der europäische Adel, der den entstehenden Patriotismus, etwa die Pflege nationaler Sprachen, deshalb für engstirnig und kulturell arm betrachtete und weiter Französisch parlierte. Aber es greift zu kurz, wenn man die Rolle des Staates, besser gesagt des politischen Systems, allein in dem Bild eines Zauberlehrlings malt, der zur Förderung des Wohlstandes und des Friedens eine Wirtschaft von nationalen Fesseln befreite und jetzt hilflos vor einem neuen Leviathan steht, der aus Sicht der Demokratien in einem fremden Meer zu Hause ist und auf keinem Gesellschaftsvertrag beruht. Die Entfesselungsthese hat eine gewisse Berechtigung, aber sie ist, glaube ich, nicht die ganze Wahrheit. Wenn es stimmt, dass in der modernen Gesellschaft alle großen formalisierbaren Funktionssysteme freigesetzt werden und selbstbezüglich wachsen, dabei eine strukturell gekoppelte Umwelt für die anderen Systeme bilden und so deren Wachstum durch mehr Möglichkeiten fördern, dann darf man nicht nur die Frage stellen, was bedeutet eigentlich eine Wirtschaft, die immer weiter wächst und immer mehr ihre Leistungsfähigkeit steigert.
da wir alle politisch sehr viel von der wirtschaftskritischen Distanz der politischen Aufklärung nach Rousseau und Marx in uns haben, meinen wir, der entfesselte Kapitalismus sei allein das Problem. Er muss halt politisch von der Demokratie irgendwie wieder eingefangen werden. Zum Beispiel, ich habe Jürgen Habermas zitiert, durch eine mächtige Europäische Union, durch bessere internationale Regulierung, am besten aber durch einen Weltstaat, damit politische Herrschaft und Weltwirtschaft wieder auf Augenhöhe miteinander verkehren. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Das eigentliche Problem der neuzeitlichen Epoche schlummert in der unbeantworteten Frage, ob eigentlich die funktional so wunderschön ausdifferenzierten Systeme Wirtschaft, Wissenschaft, Recht, Politik immer weiter wachsen können und dabei den Menschen immer mehr Mittel in die Hand geben, frei zu sein und ihre Bedürfnisse immer optimaler zu erfüllen. Man muss solche Fragen wegen des Mechanismus der gemeinsamen koevolutionären Steigerung immer auch im Blick auf andere Systeme stellen. Die Politik findet ihre Besonderheit darin, verantwortlich für das Ganze zu zeichnen, ohne das Ganze sein zu können. Wäre sie der große, allmächtige Programmierer, würde sie die Voraussetzungen einer auf individuelle Freiheit und die Ausdifferenzierung in Funktionssystemen gründenden modernen Gesellschaft zerstören. Was vor allem auch die Politik als Erfahrung der Ohnmacht dann zu spüren bekäme. Jede Diktatur der Neuzeit, die sich aus den Fesseln von Bürgerwillen, Markt und Recht befreit hat, wurde irgendwann von überlegenen Kräften hinweggefegt oder ist durch Auszehrung implodiert. Man muss durchaus kein Kulturpessimist sein, um flächendeckend eine Entgrenzung und Funktionsbeeinträchtigungen der Teilfunktionen der Gesellschaft zu beobachten. Ich nenne als Stichworte Hyperdifferenzierung des Wissenschaftsbetriebes, Gesetzesflut, Gerichtsentgrenzung, Grundrechtshypertrophie im Rechtssystem. Ich könnte Ihnen die Gerichte aufzählen, die alle mit Grund- und Menschenrechten arbeiten und wie sie inzwischen schon sich nicht nur überschneiden, sondern auch sich widersprechen. Weltfinanzkrise im Wirtschaftssystem, Staatsschuldenkrise und demokratische Legitimationsstörungen, Verlust der alltagskulturellen Lebensgrundlagen hochentwickelter, aber vielleicht demografisch alternder Nationen. Warum mehren sich die Zeichen einer Überreizung des Prinzips funktionaler Differenzierung? Vielleicht, weil alles zu wunderbar funktioniert hat und deshalb im modernen Linearitätsdenken des immer mehr und immer weiter, immer progressiver, bis wir fast alles überzogen haben, auch unsere Kreditlinien. Freiheit und Wohlstand, Frieden und Sicherheit entstanden durch die Entfaltung aller Potenziale des wirtschaftlichen, des politischen, des wissenschaftlichen Systems. Entstanden durch die freie Entfaltung von Persönlichkeiten, die im Bildungssystem befähigt wurden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Alle Teilfunktionen der Gesellschaft wurden dabei zu Höchstleistungen getrieben und übrigens die Menschen auch. Wobei in einem Klima indifferenten, ungebundenen Freiseins die Intermediären, die zwischen Staat und dem Einzelnen liegenden Gemeinschaften, diese Kräfte von Familien, Vereine, zivile, religiöse Gemeinschaften schrumpften. Gewachsen sind dagegen die Zweckrationalismen wirtschaftlicher und bürokratischer Denkweisen. Sie sind sozusagen evolutionär in Führung gegangen. Von der Wissenschaft wurden immer mehr Antworten verlangt, gerade auch bei der sachverständigen Beratung von Regierungen durch Wirtschaftswissenschaftler. Dem Recht wurden immer größere Steuerungslasten aufgebürdet. Die Wirtschaft muss wachsen um beinahe jeden Preis. Die verselbstständigten Funktionssysteme werden immer selbstbezüglicher, immer gesteigerter in ihren Leistungen, gewiss. Aber könnten sie nicht am guten Schluss versagen, überkandidelt, überfordert, losgelöst aus den gesellschaftlichen Kopplungen, weil zu weit entfernt
von den Einsichten praktischer Alltagsvernunft. Könnte die westliche Welt mit ihrem rechtlichen und sozialtechnischen Paternalismus irgendwann wie der Markt für Finanzderivate enden, steht die große Enddifferenzierung vor der Tür. Vielleicht geht es nicht um das Ende der Geschichte, schon gar nicht um das positive Ende der Geschichte, sondern um das Ende der Neuzeit. Man würde gerne glauben, dass die Raffgier junger Investmentbanker allein oder doch maßgeblich an der Weltfinanzkrise schuld war. Und alles nur geschieht, damit die Reichen immer reicher werden, was an vielen Stellen tatsächlich so sein mag. Mich besorgt im Rückblick aber noch mehr, wenn von Augenzeugen von der Angst in den Augen der Banker berichtet wird, als sie bei Repräsentanten eines Staates vorstellig wurden, den sie gerade noch als Vertreter einer Institution des 19. Jahrhunderts milde belächelt hatten, weil ihr System zu kollabieren drohte. Ein Renditesystem, das die Bodenhaftung kaufmännischer Kalkulierbarkeit verloren hatte und das von den Staaten des Westens nicht nur etwa nur hingenommen worden war, sondern, wenn wir ehrlich sind, befeuert worden war, um Wachstum und Wohlstand zu generieren. Genau an dieser Stelle, glaube ich, findet die Krise des Westens ihre tiefste Ursache. Allen trauten allen anderen zu viel Rationalität zu, verließen sich zu sehr auf andere als auf sich selbst, zu sehr auf die Architektur von Prozessabläufen als auf die Dignität von Persönlichkeiten und klaren Verantwortungszurechnungen, zu sehr auf Sozialtechnik statt auf Institutionen und erprobte Zusammenhänge. Systemische Selbstüberschätzung grassiert, aber auch die Überforderung von Systemen. Juristen halten sich für Werte- und Sinnproduzenten und werden in diese Rolle auch hineingedrängt. Demonstranten halten sich für Inhaber per se überlegener Vernunft oder werden medial so dargestellt. Wissenschaftler halten jede Wirklichkeit für erforschbar und werden für die Prognose des Unprognostizierbaren in Anspruch genommen. Armeen werden weltweit mit weitreichenden Aufgaben zur Staatenstabilisierung eingesetzt und müssen irgendwann leise abziehen. Seitdem die schönen Versprechen eines Wirtschaftsministers wie Karl Schiller zur Globalsteuerung der Wirtschaft an die Stelle des institutionellen Denkens eines Ludwig Erhards trat, hat sich auch die Politik in Sicht auf die Wirtschaft erheblich überschätzt und taumelt genau deswegen. Ein magisches Viereck aus Vollbeschäftigung, Preisstabilität, stetes Wirtschaftswachstum und außenwirtschaftlichen Gleichgewichts. Manche erinnern sich vielleicht noch daran. Das wurde vor einigen Jahrzehnten immer wieder bis in die Nachrichten hinein betont. Heute redet man darüber nicht mehr. Aber es wurde als Ziel angepeilt und mit Instrumenten staatlicher Wirtschafts-, Fiskal- und Arbeitsmarktpolitik herzustellen versucht. Die deutsche Verfassung wurde entsprechend geändert. Artikel 109 Absatz 2 des Grundgesetzes spricht vom gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht als Ziel der staatlichen Haushaltspolitik. Viele der Instrumente, traditionellen Instrumente des Staates, gerieten unter Druck, weil die europäischen Grundfreiheiten und die sektoralen Harmonisierungen sich immer weiter ausdehnten, weswegen heute der Bundeswirtschaftsminister, wer war es noch gleich, vor allem bei der Eröffnung mittelständischer Erzeugermessen sein Hauptbetätigungsfeld zu finden scheint. Aber die Europäische Union ist nicht einfach an die Stelle staatlicher Wirtschaftspolitik getreten. Ludwig Erhard oder Karl Schiller finden Sie auch in Brüssel nicht. Sie ist darauf konzentriert, große Handlungsräume zu schaffen, nationalen Protektionismus zu bekämpfen. Was den europäischen Staaten vor allem geblieben ist aus ihrem einstmaligen Instrumentenbaukasten, das ist die Konjunkturpolitik über Ausgabenprogramme, Einnahmenverzicht,
Alles andere gerät sofort in europäische oder internationale Kontexte, wie jenes Verbot von Leerverkäufen, hat man danach nicht mehr viel von gehört, und schon gar nicht von der Wirksamkeit, oder die Finanztransaktionssteuer. Doch die Konjunktursteuerung mittels Ausgabenprogramm auf Kredit brachte die Staaten in eine prekäre Situation. Wir wissen bekanntlich, dass die Konjunktur nie gut genug war, um die Kredite auch wieder zurückzuzahlen, wie es Keynes eigentlich vorgeschrieben hatte. Und auch übrigens das Grundgesetz es vorgeschrieben hatte, bis zur neuen Schuldenbremse, die das alles noch mal verschärft. Die Staaten gerieten in eine prekäre Situation. Viele stehen heute da wie ein überschuldeter Privathaushalt, der die Banken und Sparkassen beschuldigt, ihn hängen zu lassen. Wenn ich nichts mehr kriege, spreche ich vom Investorenstreik. Viele Staaten des Westens haben die Tragfähigkeit ihrer öffentlichen Haushalte überreizt und blind darauf vertraut, der Anleihemarkt, der immer zur Stelle war, werde es schon richten. AAA immer fest gebucht. Ralf Dahndorf hat nach 2008, kurz vor seinem Tod, dieses System als Pumpkapitalismus bezeichnet. Der tschechische Außenminister Schwarzenberg hat von einer kulturellen Krise des Westens gesprochen, die nur durch eine Veränderung von Mentalitäten gemeistert werden kann. Ich weiß, man hört es nicht gerne, aber die entfesselten Finanzmärkte waren nur in dem Maße schuld an der Weltfinanzkrise 2008, wie ihnen kredit- und wachstumshungrige Staaten die Fesseln einer vernünftigen Ordnungspolitik und Aufsicht abgenommen haben, um damit politische Zwecke zu erreichen oder politischen Interessen zu dienen. Auch die Einführung des Euro und die Aufnahme Griechenlands in den Euroraum waren mit handfesten politischen Zielen, mit guten Zielen verbunden, deren Risiken man durchaus sah. Sonst hätte der Maastricht-Vertrag kein Bailout-Verbot, kein Verbot, Staatsanleihen zu kaufen, keine Übernahme fremder Staatsschulden verboten und keine Stabilitätskriterien enthalten. Allgemein gilt, wenn politische Herrschaft wirtschaftliche Mechanismen nutzt oder sie befeuert, die Wirtschaft, oder sie instrumentalisiert, muss sie dies mit Augenmaß tun, mit Respekt für die Funktionsfähigkeit, nicht nur der Wirtschaft, sondern auch des politischen Systems, weil sonst Entdifferenzierungsprozesse entstehen. Was auch übrigens für eine Wirtschaft gilt, die sich im Übermaß auf die Dignität staatlicher Ordnungen verlassen hat und politische Entscheidungen zielgerichtet für sich wirtschaftlich ausgenutzt hat, ohne lange darüber nachzudenken, was denn wohl die Systemvoraussetzungen für eine demokratische Gesellschaftsverfassung sind. Wenn Demokratien wieder die Wirtschaft regieren wollen, in jenem vernünftigen Umfang, müssen sie kürzer treten und sich Schritt für Schritt international auf eine faire Ordnung der Märkte einfügen. Eigenverantwortung, auch das wird von manchen nicht gerne gehört, ist dabei wichtiger als die immer wieder deklamierte Solidarität, weil gelingende Eigenverantwortung die Voraussetzung für solidarisches Handeln ist. Das ist so wie im Flugzeug, wenn die Luft knapp wird und die Sauerstoffmaske runterfällt. Erst selbst aufsetzen, dann anderen helfen. Wenn alle allen helfen, werden alle ersticken. Erst eigenverantwortlich wirtschaften, stark sein, dann helfen. Die Demokratien des Westens haben ein kulturelles Problem und sie können es lösen. Das aber hängt davon ab, welche Idee von Freiheit zum Maßstab gemacht wird. Und das ist das Thema der zweiten Vorlesung in Essen. Vielen Dank.